Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Ich möchte euch ein Gerät vorstellen, ein Dämpfungsglied, ein variables Dämpfungsglied, das für viele Anwendungen nützlich ist. Man hat in der Regel ja nicht von einem Frequenzgenerator 0,00 irgendwelche Millivolts, um zum Beispiel einen Verstärker zu prüfen, und deshalb braucht man ein Dämpfungsglied. Ich habe hier ein Dämpfungsglied, das zwei unterschiedliche Abstufungen hat. Links habe ich von 0 bis 100 dB in 10 dB Schritten und rechts habe ich von 0 bis 10 dB in 1 dB Schritten. Und das ist sehr, sehr praktisch und erlaubt sehr viele Tests an zum Beispiel Verstärkern, damit man genügend abschwächen kann. Ich möchte Ihnen anhand eines Eingangssignals und dem Spektrumanalyzer zeigen, wie sich dieses Dämpfungsglied verhält. Okay, werden wir mal schauen, wie sich dieses Dämpfungsglied verhält. Ich habe den Spektrumanalyzer mit einem Marker ausgerüstet und das ist ein sogenannter Delta-Marker. Also wir werden dann einfach den Unterschied sehen, ausgehend von dieser Marke. Das sollte dann immer entsprechend der Einstellung des Dämpfungsgliedes, sollte das dann eine entsprechende Marke zeigen. Und das wollen wir dann mal sehen, die Marker Table, genau. Die Marker Table habe ich jetzt eingeschaltet. 50 MHz, das ist einfach so gewählt, spielt eigentlich keine Rolle. Und hier ist jetzt der Marker Delta 1a bei 0 dB. Jetzt werde ich mal 1 dB einschalten, 1 dB zurück, 1 dB nach unten und jetzt sollte man dann sehen, dass das um 1 dB nach unten geht. Und das stimmt ganz genau, das ist hier 1 dB. Wir machen das noch mit 2 dB. Jawohl, 2 dB. Mal schauen, ob das stimmt. 1,99, jawohl, genau. Mal 5 dB. Hier 5 dB. Sollte auch noch funktionieren. Man sieht hier den Sweep, 5 dB, funktioniert auch noch sehr gut. Und dann noch vielleicht 10 dB, wenn man das noch sehr schön sieht, 9,97, also der Schalter funktioniert relativ genau. Ich gehe wieder zurück auf 0 und versuche es dann mit dem 10 dB Schalter auf der linken Seite. 10 dB, 9,9, auch sehr gut. Dann vielleicht 20 dB. 20 dB wäre der Faktor 10. Also bei meinem 1 Volt Eingangssignal habe ich jetzt ein Zehntel Volt, das hier noch angezeigt wird. 20 dB, 1988, also auch recht genau. Dann gehen wir vielleicht ein bisschen höher. 40 dB. 40 dB ist dann der Faktor 100. Also 40 dB, 3992, auch noch sehr gut. Also ein Hundertstel Volt habe ich jetzt noch. Dann machen wir noch ganz verrückte Geschichten. Wir gehen auf 60 dB Dämpfung. Das wäre dann 1000. 60 dB, mal schauen, ob der das auch noch schafft. Genau, 60,12. 60 ist jetzt 1000. Das heißt, ich habe jetzt noch ein Tausendstel Volt. Und dann machen wir den nächsten Schritt. 80 dB, das wäre dann 10.000. Also 80 dB, ja, 0,1 Mikrovolt. Warum braucht man das? Zum Beispiel, um einen Verstärker, Operationsverstärker zu testen. Wenn ich eine Verstärkung von 1 zu 1000 habe, kann ich ja nicht mit einem Volt Eingangsspannung funktionieren. Das wäre dann eine verrückte Geschichte, funktioniert auch nicht. Deshalb muss man das Eingangssignal abdämpfen. Mein Frequenzgenerator zum Beispiel hat das kleinste Eingangssignal oder Ausgangssignal von einem Millivolt. Und deshalb funktioniert das dann nicht sehr gut, man muss dann abdämpfen. Das als kleinen Überblick, dann nochmal zurück und schauen, ob der Schalter dann gut funktioniert und wieder auf 0 geht, wenn ich das zurückschalte, zu schauen, ob diese wirklich gut funktionieren. Das ist so, also ich habe jetzt wieder 0 dB. Dieses Dämpfungsglied ist also außerordentlich gut produziert und hat eine hohe Qualität. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald wieder einmal.